Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Pete's Meet Robot Fights. Kurz Profi mit Bram, Sepp, Peter und Jay. Geil. Und heute, wie ihr seht, übernehmen wir eine Konstruktion, die der Genialität des Peter Smiths entsprungen ist. Letzte Folge. Und zwar dieses wunderschöne Fahrzeug hier. Mein Chemielehrer hat schon immer gesagt, dass ich Automechatroniker werde. Das habe ich jetzt bewiesen, glaube ich, letzte Folge, Scrap Mechanic. Gott sei Dank brauchst du keine echten Autos, Alter. Ja. Ich finde das schön, wenn man so durch die Gegend fahren könnte und plötzlich kommt dann irgendwie so ein Stein, oh mein Gott. Und dann bist du über den Stein gesprungen und fährst weiter. Ganz easy. Voll praktisch. Also das ist die Grundkonstruktion, die die Jungs heute übernehmen, beziehungsweise damit bauen, ohne Mechanik. Hey, wait, also wir werden die Sprungmechanik benutzen, aber genau. Wait, wer fährt das Ding gerade? Keiner, das ist einfach losgefahren. Also. Peter hat autonome Autos vorhergesehen, ich finde das. Ja, letzte Woche habe ich sie vorhergesehen. Ich bin ein Mann, der in die Zukunft blicken kann. Warte, ich muss mich mal befreien. Rödel. So. Fährt sich eigentlich gar nicht schlecht. Kannst du noch einmal drücken, bitte? Okay, der dreht sich nach unten. Weg. Von hinten nach unten. Ja, stimmt, weg. Das ist richtig. Ja. Ich meine nicht, dass er sich von hinten, weil es nicht oben drüber dreht, sondern so, unten drunter. Das Ding überhaupt nicht mehr auf zu fahren. Ja, passiert manchmal, wenn du aussteigst und das Fahrzeug buggy ist. Auch eine neue modische Technologie von mir. Never stop driving. Du weißt, wer später bremst, ist lecker schnell. Ja, genau. Das mach mal nicht so einen Scheiß hier. Das hört einfach nicht mehr auf. Was ist falsch mit dir, Auto? Ja, das zu modifizieren habt ihr natürlich wie immer 30 Minuten Zeit. Ich mach mal hier Klappe zu, Affe tot. Wie sieht das, also ne, Pistons machen wir sowieso nicht und Stoßdämpfer, wie sieht das aus? Gibt es so vier Schubdüsen? Motoren sind ja schon vier dran quasi, vorgegeben. Ja. Ja, ne, Moment, die sind nicht vorgegeben. Wir benutzen nur die ungefähre Technologie da. Aber da standen, glaube ich, auch vier Motoren per Zufall drauf. Mhm. Ja. Genau. Also ich will nur, ich wiederhole das so häufig, damit ihr mir alle zustimmt. Ihr habt euch das jetzt nicht abgespeichert, sondern ihr baut jetzt was von Anfang an. Okay, gut. Das heißt, wichtig ist eigentlich nur, dass sich das Ding nach unten abdrückt mit diesen Und einmal um das komplette Fahrzeug geht, wenn ich das hintenrum. Ja, hintenrum ist immer super. So, hinten startet es. Okay, genau. Dann würde ich sagen, beginnen eure 30 Minuten in 3, 2, 1, los. Viel Spaß. Danke. Dankeschön, Christian. Bitteschön, Peter. Bitteschön. Wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir den Leuten heute mehr Leben geben, weil das doch ziemlich unpredictable ist. Dann haben wir diese Idee wieder verworfen, denn es ist ja eigentlich genauso bescheuert für jeden Einzelnen. Ne? Dann gucken wir uns, also wir geben denen jetzt mal so ein 2 Minütchen Zeit, ihren Quark da zu bauen. Wait, irgendwas ist hier falsch. Hier fehlt ein Klo. Oh, Jay. Wow. Okay, Jay hat das Ding schon fast gebaut. Ah, guck mal, bei Jay funktioniert schon fast. Der muss nur noch vorne die Dinger zusammen machen. Das hat er wahrscheinlich auch gerade gesehen. Aber wollen wir mal Jays. Wollen wir mal nachvollziehen, was Jay da tut. Bom. Aha. Ja, das sieht doch super aus. Ja, die Schubdüsen alle nach hinten gerichtet. Yo! Tschüss! Nein! Du Arsch! Nein! Das funktioniert ja schon super! Ja doch, ey, du bist über die Mauer geklettert! Das war doch ja, perfekt. Das ist doch das, was Cry Bremond wollte, ne? Alter, ich bin gerade am überlegen, ob wir mit dem Fahrzeug so ein Getting-Over-Parcours machen könnten. Alter, ich glaube nicht. Um damit irgendwo rüber zu klettern mit so einem Aufbau, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Versuche jetzt übrigens diese Konstruktion, so häufig es geht, hier drauf zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Also du kannst ja... Keine Ahnung, ob das funktioniert überhaupt. Warte mal, wie viel hast du denn da noch frei? Dazwischen hast du ja noch 4 Blöcke frei oder so. Das heißt, du kannst zumindest noch einen dazwischen machen. Leider. Schau mal das mal an. Ich glaube, sonst hängen die ineinander. Hä, aber willst du den dann in die andere Richtung machen, oder wie? Ja, in alle.
Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht genau, wie das funktioniert, wie das aussehen wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube auch. Ah, auf jeden Fall. Ja, aber es ist doch schon spitze. Guck mal hier, sind doch schon 5 Minuten rum. Ja, perfekt. Dann mach mal fertig. Ich gehe mal bei dem Rest so ein bisschen lünkern. Viel Spaß. Ja. Danke, Jonathan. So, mach den Bram. Ich finde das eigentlich ganz nice hier oben. Hier oben kann man schön bei jedem so ein bisschen gucken. Ich weiß, das ist jetzt nicht allzu groß. Oh, ich finde das ganz nett. Bram hat das ganze Ding auch schon fertig und er hat da schon Rollen dran gemacht. Ah. Hat er die schon verbunden? Ja. Hat er. Kann man so gerade erkennen. Ja, das ist natürlich, also sehr flaches Fahrzeug, deswegen dürfte das für die Fahrbarkeit, wenn man die jetzt noch ein bisschen anpasst und nicht ganz so macht, wie Peter das getan hat, dürfte es eigentlich ganz gut funktionieren. Hä? Was? Achso, Jay. Oh, bei Peter sehe ich noch gar keine Verbindung. Bei Sepp schon, aber bei Peter nicht. Oder, nee. Gucken wir mal eben, was Sepp hier macht. Oh, hier ist gefährlich. Alles klar, geil. Das war meine Expedition über die Kante. Ja, gehen wir mal richtig gucken. Pass auf. So, was hat Sepp gemacht? Da. Servus. Hallo. Das fährt ja schon. Ja, ist ja easy. Bist du schon fertig? Ja, also ich habe jetzt gerade die Grundkonstruktion gebaut. Aha. Ich wollte gerade sagen, du hast ja noch was gemacht. Meine Ramme. So ein Ding wieder, was sich so brückenmäßig nach vorne ausfährt, oder was? Ja, genau. Ich habe aber diesmal eine andere Konstruktion vor. Ich glaube, der Bram, der baut so ähnlich das meistens. Das ist gerade gar nicht genau. Dass quasi sich das so ein bisschen mehr auch nach vorne so klappelt. Mhm. Ja, der hat das immer so komisch angeschreckt. Also, ich weiß nicht ganz warum, aber. Ja, damit du besser da drunter kommst auch. Weil meistens habe ich so eine statische, die einfach nur so hochheben kann. Aber jetzt kann die auch so ein bisschen nach vorne dann fahren. Also, da mal gucken, wie sich das verhält. Aber jetzt habe ich gerade alles angeschlossen mal und. Müssen wir eigentlich mal hier das testen, ob dieser Überrollkäfig. Ja, außer die Schubdüsen, die musst du noch. Ja, die muss ich auch noch. Warte mal. Aber das soll ja 360 Grad soll ich das ja flippen, ne? Ja, doch, klar. Einmal rum muss es. Das muss ja erst nach unten, ne? Genau, nach hinten. Also nach blau. Blau. Okay, dann machen wir mal hier so ein Knöppi hin. Wobei auf der. Ja. Mal gucken, ob das hier schon löppt. Das Ding. Oh. Oh Mann, oh Mann. Oh was? Oh! Ui, 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 ui. Ist das perfekt? Das ist ganz schön viel Power. Alter. Das ist ganz schön geil, wenn sich das Ding in der Luft erst nachdreht. Jo. Release der. Alter. Und wenn du mehrmals drückst. Eieiei. Mega gut! Ja, und Scheiße, ich hab eben schon gesagt, wir machen so ein Getting Over It Parcours und dann musst du damit halt. Jo, das wäre doch voll witzig. Ich finde das auch können lustig. Wir für wer schafft's mal machen, das ist irgendwie gut. Oh mein Gott. Weil es ist auch so ein bisschen unvorhersehbar. Bisschen. Was da so passiert. Oh. Aber das ist doch cool. Okay, ja, schön, jetzt chill mal wieder hier, ey. Nee, ich lande jetzt nur noch im Kopf, das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck davon, oder? Das sollte einen doch wieder richtig rumlegen, oder nicht? Ich finde, das kann doch nicht sein, dass mich das immer auf den Kopf dreht. Ah, easy. Ja, aber warte, jetzt muss ich das eben wieder zurück machen. Hä, warte mal, wieso geht denn das? Ach so, weil du mehrmals drückst, weil das geht immer in beide Richtungen. Ja, das muss ja auch wieder zurück sich drehen, aber irgendwie ist es. Aber wenn sich das um 100. Also Quatsch, wenn sich das einmal im Kreis dreht, dann müsste das am Ende wieder richtig sein, oder nicht? Ja, aber es dreht sich ja dann immer in die Richtung halt zurück.
Außer ich halte halt die Taste gedrückt, aber ich kann ja nicht die ganze Zeit die Taste gedrückt halten. Warum ist denn nicht? Also irgendwie ist das nicht so ganz... So ganz so richtig, habe ich das Gefühl. Warte mal, aber du drückst doch nach oben, das ist die falsche Richtung, kann das sein? Nee, als erstes drückt er nach unten und auf dem Rückweg drückt er halt immer nach oben. Ja, guck mal, in 2 von 2 Fällen bist du richtig gelandet, das heißt, Erfolgsquote 100%. Also das könnte richtig Chaos geben, okay, ist so ein bisschen chaotischer, als ich dachte. Eigentlich fand ich das nämlich ziemlich cool. So. Ja, dann baust du halt andere Dinge noch fertig und dann lübt das doch. Genau, jo. Dann geh ich mal gucken, was Peter gemacht hat, der hatte noch keine Sachen verboten. Oh Gott, was macht denn Peter? Oh mein Gott. Bis gleich. Bis gleich. Hallo Peter! Hallo! Was ist das denn schon wieder? Ameise? Nein, keine Ameise. Aber das ist irgendwie ein Käfervieh. Ja, das schon. Aber guck mal, Christian, was haben wir denn heute für ein Thema? Ne? Was machen die Autos denn? Das ist ein Grashüpfer, oh mein Gott. Das ist eine Grashüpfer! Weil ich das ist dran. Flip. Ja, genau, aus das ist der Maya. Plan. Genau. So gucken, dass am Ende nicht wieder wie eine Mücke aussieht. Willst du mich so beleidigen? Ich weiß das jetzt schon. Deswegen hast du auch noch keine... Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum du noch keine Verstrebungen hast. Ja, ich habe ja erstmal schön... Soll erstmal schön aussehen. Und dann gucken wir mal, was das nachher kann. Aber ich glaube, Jay braucht dich. Was will der Jay jetzt? Viel Spaß mit der Konversation. Okay, danke. Ja, hallo? Hallo? Ja? Ey, ich frage mal kurz den Schiedsrichter, ob das okay ist. Ja, ich bin bei mir. Ja, ich höre schon Crying Bram in meinen Ohren. Deswegen, wieso? Warte mal, pass mal auf. Ist das okay? Alter, wie behindert ist das denn? Verdammt! Was soll's? Ja, und jetzt? Das Ding ist gerade. Doch! Aber ist. Oh Gott. Wenn ich das jetzt noch ein bisschen ausweite? Ja, ich würde. Warte mal, stell dich mal gerade hin. Ja! Genau. So, und jetzt drück mal. Ja, easy. Guck mal, du drückst dich erst nach unten ab und dann. Oh mein Gott. Ja, ist mir behindert genug. Ja, okay. Gut. Also da hast du keinen Vorteil durch. Okay, dann gibt's da noch ein paar Schichten. Guck mal, wie weit ich fliegen kann. Oh mein Gott. Ey, denk dran, oben ist ein so weit wie ein Dach. Ist mir scheißegal. Ja, aber da hast du nur deinen Zweifel gegen. Ja, dann passiert das halt, ne? Ja, okay. So, wo ist denn jetzt hier? Da ist unser Hüpfer. Das ging aber erstaunlich. Ja, Jay hatte nur eine Regelfrage. Ich habe gesagt, es ist mir behindert genug. Ist gut. Es ist mir behindert genug. Ja, eventuell hat er mehr als eins gemacht. Ah ja. Okay. Das heißt, du flippst jetzt über die Beine? Ja, noch flipp ich gar nicht. Also, ja, aber möchtest du denn über die Beine flippen? Ja, oder machst du nochmal eine Konstruktion außenrum? Ja, ich mach nochmal eine... Also, so, nee, ich mach nochmal eine Konstruktion außenrum. Ah, okay. Weil sonst hättest du ja die Lager schon machen müssen. Ja, pass auf, weil ich habe festgestellt, Grashüpfer haben nicht nur 4 Beine, sondern die haben halt noch diese komischen Flügeldinger. Flügeldinger. Flügel. Und da baue ich jetzt die Lager für und die werden wahrscheinlich so von da ausgehen. Mal. Wo ist denn das jetzt? Moment, das muss ich mal farblich markieren, wo das ist, damit ich es auch checke. Wieso? Dann einen drunter. Allal. So. Wenn ich jetzt... Na, wie viel muss ich nach außen gehen? So weit muss ich nach außen gehen. Machen wir mal. Naja, im Endeffekt, die Flügel sind die länger als der Körper? Also hat er die, wenn er die zusammengeklappt hat, so ungefähr bis hier? Warte mal, wie sieht der eigentlich ein Grashüpfer aus? Grashüpfer. Oder ja, die sind schon recht lang, aber nicht so lang, ehrlich gesagt, aber ja. Oder du baust natürlich den Erzfeind von Sven. Aber ich habe vergessen, wie das Ding hieß.
Elefantenfuß habe ich irgendwie über dem Kopf, aber das ist das, was er sich kaputt gemacht hat. Wie hieß denn das Ding nochmal? Jetzt kann ich aber auch nicht fragen, weil dann wissen die ja Bescheid, was du brauchst. Ah, egal. Oh, das sind aber kurze Flügel. Warte. Oh, Halbzeit. Ah, damit willst du dich flippen. Ah. Okay, Jay kommt schon. Nee, kommt nicht vorbei. Was ist das bescheuert? Habe ich einen Denkfehler drin? Nee, das müsste passen eigentlich. Das müsste theoretisch passen. Ja, also vorne passt dann auf jeden Fall. Hinten auch. So, die stehen dann standardmäßig allerdings ein bisschen nach oben weg. Schade. Guck mal, die kannst du als Auge benutzen, Peter. Was für Dinger? Alter, wie awesome ist das denn? Jo, das ist mega. Aber die muss ich wieder abmachen. Ich muss die jetzt dran machen. Ja, ich weiß ja, vielleicht willst du die auch da reinsetzen. Haben die nicht an der Seite? Oh, du hast absolut recht, die haben die an der Seite. Sollte eigentlich besser die Dinger als Augen machen, warte. Die. Ja. Ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ja, kommt hin. Jetzt brauchst du nur so Fühler nach vorne. Alter, was die für Beine haben, das ist ja echt krank. Haben die überhaupt Flügel? Ja, die sind halt hinten so verbaut, die blöden Flügel. Aber egal, das ist jetzt das, was ich da eingebaut habe. Okay. Ne, das geht nicht. Wir müssen mal ein bisschen gucken, ja. Oh, das könnte man machen. Pass auf. Ach, ein Pferd. Nee, hieß das nicht irgendwie so Graspferd? Warte mal. Ein Heupferd, genau, so hieß das. Alter, das sieht ganz geil aus eigentlich. Also wenn Jay da was gegen sagt, weiß ich auch nicht. Soll sich mal ins Knie ficken, der Boy. Heupferd, Unterschied, Grashüpfer. Guck mal hier, die Fühler. Oder was das ist, die Beißerchen. Oh, lol. Okay, die sieht ganz schön gefährlich aus. Ich bin ja auch ein gefährlicher Typ. Ja, aber ich wusste jetzt nicht, dass so ein Grashüpfer so gefährlich ist. Ja, doch, doch, Grashüpfer ist sehr gefährlich. Können doch so gerade mal Blätter beißen, oder? Ja, aber sieht ganz nett aus. Also du hast noch 13 Minuten ganz knapp, den fertig nett, zu machen. Ey. Ach so, scheiße, okay. Ja, ein bisschen fahren musst du ja auch noch, ne? Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Ja, cool. Dann gehe ich mal bei Bram gucken. Oh, wow. Was habe ich da abgebaut? So eine Scheiße. So, Bram, was hast du gezaubert? What the fuck? Okay, das funktioniert. Du willst die Leute festhalten? Leute vielleicht auch festhalten und in diesen Strudel reinziehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Der Ausgangsstellung wieder. Geht immer noch. Wunderbar. Das Schöne ist, heute wird keiner das Problem haben, auf dem Kopf zu liegen. Also. Na schon. Ja. Easy. Okay. Oh shit, hier kann ich gar nicht drauf. So, so, so. Die Grundkonstruktion. Wie lange haben wir noch? Etwas über 10 Minuten. 10 Minuten, okay. Muss ja noch was machen. Kannst du eigentlich fahren? Ja, fahren kann ich. Ja, ja. Das ist nicht die Sache. Das Grundproblem, wie immer bei Sachen bei Profi, steuern. Ja, pfff. Scheiße, das war nicht gut. Nochmal. Nein, nicht auf den Boden bauen. So, und du bist logischerweise dann auch eins zu weit hinten.
Aber die Autos sind ja relativ flach, das heißt, von der Lenkung und so dürfte es zumindest beim Fahren doch eigentlich ganz okay sein. Aber die sind auch sehr leicht, ne? Ja, die sind wirklich sehr leicht. Das ist echt ein Problem. Und Schubdüsen nach unten sind ja verboten. Ja. Das ist ein Problem. Da baut er was Schweres drauf. So. Ja, nee, wenn du aber zu schwer bist, dann rotiere ich auch nicht vernünftig. Das stimmt. Also jetzt ist natürlich optimal. Oh, Idee. Oh, was denn? Ich habe eine kurze Frage. Wenn du mal ganz kurz hier hinkommst, ja? Ja. Und du guckst dir die erste Steuereinheit an. Ja, da siehst du gerade 2x360. Warte mal, ist hier da vorne. Ja. Okay, wir stehen gerade irgendwo drauf. Okay, ja, das ist gerade alles ein bisschen im Arsch, egal. Moment, wenn die erste vom Sitz aus? Ach so, genau, ja. Genau, die erste vom Sitz aus, ja. Dürfte ich da mehrfach die 360 reinschippen oder nur genau so? Ich glaube, das vorgegeben war doch einfach nur, dass das Ding nach unten losflippt und was danach passiert, war doch nicht so wichtig, oder? Aber pass auf, dann könnte man nämlich Folgendes machen. Na, pass auf, ich zeig's dir. Moment, Entschuldigung, muss kurz alle einstellen, das ist nicht so simpel. Oh oh. Kann abbauen. Was hast du abgebaut? Nix. Okay. Weil dann könntest du nämlich. Yo! Durchgehend gedrückt halten. Oh Scheiße, der geht auf alle wieder zurück, wenn er den Knopf loslässt. Ja, klar! Der führt alle Operationen aus. Das ist natürlich, okay, damit muss man, ja, das ist schon gut, aha. Ja, gut. Aber wer erlaubt, ja? Klar. Das wird dadurch ja nicht steuerbarer. Also, ist mir das eigentlich egal dann. Was ist denn da vorne passiert? Ah, lol, jetzt weiß ich, was passiert ist. Jo. Warte. Die Schubdüsen so gebaut, dass das im Weg hing. Deswegen ging die Kralle vorne auf einmal nicht mehr. Nee, das darf ich nicht tun, weil ich hier gerade. Oh Scheiße, nicht abbauen, Dennis. Ich warte nicht. Nee, ich weiß. So. Was läuft denn hier gerade für ein. Ich höre irgendeinen Elektromotor. Moment. Na egal. Komisch. Und dann? Also wenn du jetzt einmal drückst, flippt er sich mehrfach, oder wie? Ja, 10 Mal, um genau zu sein. Natürlich. Da war aber nicht 10 Mal. Nee, ich hab vorher abgebrochen wieder. Jetzt frage ich mich gerade, ob das ein Vorteil ist, weil ansonsten musst du nach jeder Drehung wieder drücken. Ach, du kannst das abbrechen? Ja, du kannst das abbrechen, indem du den Knopf einfach nochmal drückst. Nein, das passiert bei mir gerade nicht. Ach, ja. Okay. Jetzt ist es wieder gut. Ja, das sah nice aus. Ja, geklappt. Da aus wie gewollt, wa? Ja, fast. Ja, ganz geil. Ja, cool. Da muss ich nochmal gucken, okay, was Jay so treibt, weil der übertreibt wahrscheinlich. Und es sind noch knapp 5 Minuten. Alles klar. Also ich mal gucken, ob Peter fertig wird. Der hat echt ein bisschen Zeitdruck gehabt. Der hat nur noch so um die 12 Minuten gehabt, als er angefangen hat, seine Konstruktion zu bauen. Sepp war schon relativ weit. Der ist auch die ganze Zeit schon am Testen. Da könnte was Gutes bei rumkommen. Bei Jay... Ja.
Gucken wir mal, was daraus geworden ist. Ah, der ist normal. Nee, der ist nicht am Malen. Doch, der ist am Malen. Aber nein. Ach du Scheiße. Wie viele Dinger hast du jetzt hier gemacht? Irgendwann hat es, glaube ich, angefangen, halb rumzupacken. Deswegen habe ich das mal sein gelassen, noch mehr drauf zu knallen. Ich habe nur eine Portion drauf gemacht. Ach so. Das war so zu krass. Ja, hey. Ja. Jetzt hier direkt anfangen zu malen. Das ist ja schön. Wie gesagt, Bram ist schon in so einer Mopper-Laune, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob ich nicht eh schon einen Anschluss kriege. Ach, krieg. Quatsch. Ah, du kannst doch auf beiden Seiten fahren, okay. Ja. Ja, es ist ja RNG, wie man ankommt, oder? Zumindest habe ich das so verstanden. Ja, ja. Warte mal, du hast wie 8, also hast du 4 Streben? Ja, Moment, die sind verbunden hier. Ja. Nee, das. Moment, die sind da hinten verbunden? Hä? Die sind da hinten verbunden und die sind hier verbunden? Okay. Wie kann ich dir helfen? Nix, ich habe gerade versucht auszuklamüsern, welche von diesen Streben außen du halt zum Drücken nehmen kannst. Und dachte, jede einzelne Reihe kannst du drücken, aber die sind ja teilweise verbunden. Also sind es dann doch teilweise nur schon, okay. Ja. Die sind alle miteinander verbunden, dachte ich. Habe ich das nicht so gemacht? Ich glaube, die äußere ist frei. Aber wobei, nee, also ja, die hängen hinten dran. Also stimmt schon. Ah ja. Hab schon gedacht, hab mich schon gerade gewundert. Was zum Geier machst du eigentlich hier? Ist das ein Schwimmbecken? Nee. Was? Keine Ahnung, irgendwas. Sehr gut. Was mir gerade so einfällt. Ja, du hast noch 200 Minuten zu malen. Ja, die Zeit nutze ich aus. Gut. Gucken, ob Peter überhaupt fertig wird. Viel Spaß. Der hat nämlich erst gemalt. Was? Ja. Peterchen hat erst gemalt. Ja, ich werde schon mal kurz nach oben gehen. Dann können wir noch mal kurz einen Rundumblick machen. Ja, guck mal, sieh doch. Sieht ja super aus. Da ist. Alter! Alter, Sepp hat ein Gesicht gemacht. Der sieht aus wie Mr. Also die Brille ist von hier. Mr. Poopy Butthole. Da. Nice! Also Sepp hat vorne so eine Schaufel dran gemacht. Bram war auch fertig. Jay ist am Malen. Ich bin optimistisch. Junge, Bram hat noch. Was ist das denn? Der sieht aus wie so. Da diese Konstruktion von Scheiben, so wie die da jetzt auf dem Auto drauf sind, die kenne ich noch von den Legos. Also von so Lego-Autos und so weiter. Da haben die auch mal diese Scheiben mitgehabt. Ja, geil. Das heißt, sind alle fertig geworden. Ich bin zufrieden. Alle sind am Testen. Ist dafür gut heute. Oh, die Zeit ist schon vorbei. Servus. Ja, ja. Wie speichern Sie Ihr Fahrzeug? Begeben Sie sich. Oh, kurz am Malen, bin sofort fertig. Ja, ja. Ach, schau, lass mich da rein! Ja, zeig ich mal her. Gib mir that shit. Bram, fang mal. Alles klar. Der real Captain Chaos. Ja, das ist in der Konstruktion da oben drauf gekommen. Ich finde, die erinnert mich immer an Lego. Diese Scheiben, die gab es immer bei Lego. Ah, ist auch noch nicht optimal gelaufen. Ich habe da keine Zeit mehr, um das irgendwie noch schöner zu machen. Kleiner Racer hier. Bin den ganz schick. Geil, hinten mit Lampen und sowas, mit Rücklichtern. Schick. Alter, was hast du vorne? Vorne ist einfach der Frontspoiler. Welcher Autostall soll das sein, Bram? Armani, keine Ahnung, was weiß ich. Armani, okay. Armani. Rode ist jetzt auch in der Formel 1. Ja. Hätte passt. Ja, cool. Das finde ich nice. Ja, finde ich auch ganz nett. Weil die kann sehen wir dann später. Ja. Heute gehen wir. Jay, hier, wir gehen mal gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Boah, crazy mofo. Ja. Pass auf, jetzt sagst du gleich Nummer. Zu Jay dann.
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe kurz überlegt, ob ich auch sowas machen soll. Dann habe ich gedacht, nee. Jim wird sich ein bisschen mehr flippen. Das ist ja... What? Moment, bitte was? Okay, wie funktioniert das denn? Eins? Hier gar nicht. Gar nicht. Wait, die sind miteinander verbunden? Das ist ein Doppelflip. Alter, das geht ja gar nicht anders. Wieso guckst du dir das überhaupt an? Das ist verboten. Nee, ich hab nur ein Anmalwerkzeug. Ja, okay. Ich hätte hier meine Tipps kennst. Ja. Jay wieder hier direkt mir am Dinge unterstellen. Aber alles gut. Schön. Die also, sind nicht wirklich verbunden. Schön, ja. Aber ich bin mal gespannt, wie es da ist. Ich finde die Farbkombo auch irgendwie seltsam, aber... Was? Ist schon doch cool. Total toll. Ja. Das soll der neue Vorkommen. Okay, bin ich gespannt, wie du gleich am Abflippen wirst. Na, guck mal. Gar nicht, also doch. Ja, doch. Peter, was flippst du denn? Ich flippe den Flip. Oh yeah, bitches. Oh, was? Er hat den Flip gebaut. Deswegen hat er dafür so lange gebraucht. Ja. Oh. Also eine geile Heuschrecke. Guck mal, passiert was, ja, wenn ich sein Auge anspringe? Nee. Flip der Das wäre geil. Geil. Wenn das Ding irgendwie hier muss Sven ausstellen, weil da kriegt er Angst vor. Ja. Aber guck mal, der hat doch zwei so richtige Fangzähne, ey. Da habe ich jetzt auch langsam ein bisschen. Ah, ja, Mann, Junge. Ja, hätte ich auch schon. Ja. Mit Details und allem drum und dran. Ich habe vor kurzem. Das einzige, was halt falsch ist, das Auge hier vorne rechts. Das ist falsch rum. Oder vorne links. Oh nein, ja, lass ihn drehen müssen. Aber der schielt doch ein bisschen. Ach so, lol. Ja, der ist ein bisschen zurückgeblieben. Der ist nicht ganz auf der Höhe. Der ist kurz nach seiner Geburt gegen die Wand gesprungen. Wenn ich in den Sensor gehe. Wow. Nee, die Sensoren. Das wäre witzig, wenn das irgendein Shit damit sehen schön. Würde. Aber hallo, das hat schon lange genug gedauert, dazu hübsch zu kriegen. Ja. Also Schiss hätte ich aber auch davor, wenn ich so einen Grashüpfer in der Wohnung hätte, der irgendwie Treppengeländer hat, die, also so Scheren, die so großen wie Treppengeländer. Ja. Fände ich schon belastend. Sieht geil aus. Angemalt, Alter. Das sieht wirklich gut aus. Ja, guck mal, Jay hat noch ein Ding gesucht, aber ich habe selbst von innen angemalt. Ja, da müssen wir mal Respekt zollen. Sehr gut. Wir für das Schönste. Flip kommt euch alle um zu holen. Moment. Flip, ja. Mein Gott. Flip kommt, um euch alle zu holen. So. Ich habe auch was gebaut, wo Sven wahrscheinlich jetzt das Gruseln bekommt. Ich hab nämlich Jay gebaut. The fuck? Inspirieren lassen. Von Jonathan. What the fuck? Jay, du sollst Jay, mal wieder zahlen. Die gute alte Orangennase. Guck mich an. Hä? Was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Ich hab mich inspirieren lassen von dir. Er hätte wahrscheinlich jeden Namen nehmen können, aber du bist jetzt einfach gefallen. Er hat nicht mal Ohren. Kann gar nicht Jay sein. Das ging wahrscheinlich nicht mit dem Flippen. Ja, das stimmt, das geht nicht mit dem Flippen. Achso, du flippst sogar mit Doppelstützen mittlerweile. Ja, ich hab mir gedacht, ich baue das ein bisschen weiter aus, damit das nicht so ganz so buggy ist. Aber ja. Dann flippt er mit seinen Händen, mit seinen Fingern. Oh, das könnte schon mal stark sportlich sein. Ja, dieser eine schwarze Zahn ist schon auch ein schönes Detail. Weil du, wenn du vorne flippst, dadurch, dass du schräg bist, natürlich mit den Zähnen ein bisschen am Boden kommst. Wundert mich, da das kein Goldzahn ist bei sich. Ja. Nee, bist ja auch du. Ich hatte nur gesagt. Ja, das ja, ist nice. Er hört auch nur sich selber zu. Das ist, ja. Das ist ich ja bin auch sehr gespannt, was heute passieren wird. Guck dir mal, wie asymmetrisch er gebaut hat. Ey. Wieso? Nee, guck dir mal die Zähne an. Sind doch schief, oder nicht? Das sollen auch deine schiefen Zähne sein. Also ich habe aber keine schiefen Zähne. Ja, und einen schwarzen Zahn auch. Also nee, habe ich auch nicht. Ich habe meine Augen zugemacht und das erste, was ich gesehen habe, war dieses Bild von Jay. Ah ja. Gut, Flip hat Bock, euch zu ficken. Sieht eigentlich ganz schön aus von hier oben alles, muss ich sagen. Gefällt mir. Also sowohl Funktionalität als auch Optik ist mit reingekommen. Das kann nur gut werden. Drei Leben hat wieder jeder, bis er mit seinem Sitz da rausfliegt, fällt, geschoben wird oder sonst was. Ja, und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Drei, oh, shit. Oh, Peter ist raus! Peter ist raus! Nee, hat noch nicht angefangen! Hat noch nicht angefangen! Ja, knapp! 1 raus! Oh shit, Alter! Knapp. Okay, macht am besten nicht die Flip-Funktionalität am Anfang. Der Jay ist schon dabei. Oh, stimmt! Du bist ein Urukai, Junge.
Okay, jetzt sorry. Sorry für die Verzögerung, ich bin jetzt ready. Okay. 3, 2, 1, los. Jetzt geht los! Ich seh noch nichts, Moment. Das hat jetzt ja nicht so funktioniert, sag ich mal an der Stelle. Was ist das für ein Ding? Ich kann nicht aufhören! Ja, schade. Ist das awesome. Da, okay. Hier, guck mal. Bram! Hallo, das ist schon längst vorbei, ihr Dullis, Alter. Ach so, keine Ahnung, ich dachte, wir machen noch hier. Es dreht sich immer weiter, Christian. Der war schon auf seiner Raketenab. Ja, du hast es extra 10 Mal eingestellt, okay? Oh, bist du Bram, ey, das kannst du nicht machen. Also 10 mal 360 Grad ist doch. Ich hab 10 mal 360 Grad in die Maschine eingestellt. Oh Gott, ey. Jetzt hängst du hier wie so ein Affe. Ey, soll ich dich mal runterholen, Bram? Jetzt bin ich fertig. Du kommst doch nicht mehr raus, Bram. Nee, du bist hier in dem Glas. Ich bin doch nicht fertig. Ah, ich rette ihn mal hier, guck mal. Okay. Oh, danke schön. Hier. Oh Gott. Was? Hast du ich hab Jay nicht mal gesehen. Da hast du was verpasst, das war. Der war auch recht Bild für die Götter. Der war auch recht schnell draußen, aber sah gut aus. War jetzt ja nicht so geil. Ja, Jay hat das erste Leben verloren, ne? 2 hat er noch, der Rest hat noch 3. Wir können direkt weitermachen. 3, 2, 1, 2. Wieso fahr ich nicht? Jetzt wird erst doch so nicht! Oh, was? Ich hab. Oh, du hast mein. Du hast mein Gesicht gekriegt. Oh, was? Direkt draußen dann. Ja, fand ich schön. Guter Move. Oh Gott, oh. Was heißt, oh Gott? Oh Gott, Jay fängt an sich zu flippen. Oh Gott! Oh, wir drehen uns hier mal ein bisschen. Peter, die Heuschrecke schiebt Jay raus! Alter. Easy! Ich kann nicht mehr stoppen. Doch, ich kann wohl stoppen. Ja, macht ja nichts. Gut. Musst du auch nicht. Alter, Vater. So, mich. Der Flip ist ganz schön gemein. Ich kann nicht raus, ich bin bei der Glaskammer gefangen, obwohl ich ausgestiegen bin. Ah, jetzt okay. Also ich kann selber auch nicht mehr raus. Jay, kannst du den deinen wegbewegen? Ich kann ja gar nichts machen. Ich komme. Ja, kannst du aussteigen? Weil ich kann nicht aussteigen. Ich komme. Ich kann ja gar nichts machen. So. Ah ja, danke. Frames sind wieder da. Ui, was war das denn, ey? Gott. Ja, das ist ja geil. Ich hänge am Boden. Ja. Ja, ich habe jetzt eine Liebesschaukel. Nein, jetzt. Der hat seinen eigenen Kinderspielplatz gebaut. Das sind 4 Dinger, die sich ausfahren. Alter Falter. Mega cool aus, wie so ein Trau. Der hat auch einen super Wendekreis. Vor allen Dingen ist der jetzt schon aufgebockt. Auf hey, geh weg da! Yo! Das funktioniert? Wow. Warum ist wieder... Oh Gott! Warum, Jonathan? Oh Gott! Warum? Jetzt... Ich kann mich nicht mehr hinstellen. Ja, dann steig doch raus. Oh shit. Jetzt seid ihr ineinander. Häng da jetzt. Bleib da jetzt. Also. Ich glaube, wir schaffen das auch, dich da runterzuhauen. Ja, da bin ich mir nicht sicher, wenn er da drin hängt. Ja, das wird schwierig. Ist man dann eigentlich bewegungsunfähig, dass man angezählt wird oder nicht? Doch nicht stark gewurbelt. Guck ich mal. Aber natürlich, guck ich mal am Arsch. Ja, dann überlege ich mir dann. Der Schiri guckt dann mal. War natürlich gemein, also Flip ist jetzt natürlich wieder auf Jay gegangen. Jay hat nur noch ein Leben, während alle anderen. Was heißt denn natürlich? Ja, das finde ich aber nicht gut hier. Ja. Flip immer einen Fokus. Das ist eine Unverschämtheit. Flip war in der Serie auch immer der gemeinste von allen Charakteren. Ja. aber nächste Runde können wir machen, ne? 3, 2, 1, abgeflippt. Jo, oh, jetzt ist immer die falsche Taste. Yes, hier rein, setzen wir uns mal durch. Oh oh. Hallo. Ach du Scheiße, was passiert hier? Hallo Christian. Oh Gott! Ich glaube, ich bin jetzt tot. Jetzt aber Peter. Hey, ist raus. Oh Mann. Oh, aber gerade Christian besucht, das war schön. Ja, war okay. Der kannst du dich mal hinstellen, mal richtig flippen. Ich hab das noch nicht gesehen. Ich war im Machen. Nee, die Kamera dreht sich um mich selbst. Ich hab's gerade schon gelernt. Ich glaube, Jay ist zufrieden mit sich. Ja, dann gucken wir mal ein Video an. Ging sehr schnell. Ja, war ein sehr exklusiver Einblick hier, den es nie wieder geben wird auf Jays Flugfahrzeug. Damit ist der erste leider schon raus. Alle anderen sind aber noch voll dabei. Bram ist heiß, der schart schon mit den Hufen. Deswegen nächste Runde. 3, 2, 1, los. So nicht. Oh, shit. Wow. Jawohl! Was war denn das für ein Move? Problem. Der hat ihn in der Luft genommen und auf den Boden gehauen. Aber egal. Wrestling. Oh, what? Nee, Pin! Oh! Nein, noch nicht. Nee, war noch nicht auf dem Boden. Ich kann nicht sagen. Oh, was habt ihr denn da? Was tun wir? Bram!
Baumboden. Rambamboden! Oh. Alter, was ja. ein geiler Mann. Alter, was war da denn los? Auf Alter, was? Wieder angeflogen. Da hat die Heuschrecke mich einfach durch die Gegend gezogen. Ich hab meine geilen Dinger aktiviert. Weil du hattest mich in deinem Todesgriff. Und dann sind wir halt mal ein bisschen geflogen. Alter, Junge, gar keine Schnitte dagegen zu steuern. Was war das denn? Vier Schubdüsen auf voller Stärke. Ich hab auch vier Schubdüsen auf voller Stärke. Warum? Ja, aber gingen die alle in eine andere Richtung als meine? Nee, alle gingen in. Achso, ja, das weiß ich. Vielleicht haben wir in die gleiche Richtung gesteuert. Das wäre natürlich richtig dumm. Dann? Oh, das verstehe ich gar nicht. Dann erklärt dann auch, warum dazu. Ja, egal, komm jetzt hier. Warum dazu stehen? Ja, okay, Bram ist schon wieder heiß. Bleibt doch bei 2 Leben, Sepp und Peter noch bei 3. Nee, Quatsch, anders. Doch, Bram 2, die anderen 3. Ich bin verwirrt. Nächste Runde, 3, 2, 1, los. Oh oh. Ja. Oh, Mist. Nee! Oh, Blade! Diesmal oder nicht? Ihr seid doch noch nicht ineinander. Also oh shit. Theoretisch. Ja, ich glaube, jetzt hast du mich outplayed. Oh, Bram Mist. Umarmt die Heuschrecke. So. Hab mich. Nein. Oh, da ist der. Jetzt seid ihr umgefallen. Ah, ja. Ah, Sepp hat sich mittlerweile auch wieder umgefallen. Ja! Oh! Nein, Holger! Oh, was? Oh, mein ja. Oh, oh. Oh, mein ja. Oh, oh. Moment. Das sieht so ein bisschen aus, als würde die Heuschrecke Bram begatten. Komm schon. Ja, tut sie auch, das ist ein Hatefuck. Das ist ein richtiger Hatefuck. Warte mal. Komm, ich trenne euch mal hier. Nein, wieder nicht! Oh shit, Alter. Oh mein Gott, Bram kann wieder fahren! Nein. Alter. Okay, Moment. Ihr seid ja ganz schnell unterwegs heute. Und rein! Oh, nein. Jetzt ab, Peter. Jetzt. Gut. Wieso fahrt ihr denn immer weg? Peter! Da! Die sind halt so ein bisschen frei. Oh mein Gott! Da raus! Da schiebt er den Bram schon wieder raus. Mein Gott. Oh Mann, ey. Guck, ich hab dich umarmt. Jetzt hast du mich. Ich liebe dich. Warte. Komm hier nicht mehr raus, glaube ich. Ach so. Flipp du einfach mal. Ah, hab's geschafft. Sehr schön. Okay. Ich habe das Gefühl, heute wird irgendwie systematisch vorgegangen. Der nächste, der 2 Leben verloren hat. Also für ja, ich häng die ganze Zeit den Peter Brand geht drin. Immer auf dieselben. Ja, das war der Bullshit. Okay, los! Nee! Ich war nur nicht mal drin! Geht los? Sitzen jetzt alle drin? Ja, ne? Ja. Yeah. Bram, Schad, okay. Also, für Bram geht's um die Wurst, der nur ein Leben. Sepp noch 3, Peter auch noch 3. Nächste Runde, 3, 2, 1, auf geht's. Oh ja, jetzt geht's dann auf Peter. Komm her! Oh, was? Starker Move von Bram. Oh, was? Ich hab gewartet, um zu gucken. Oh, ah, da kriegt er nicht ganz über die Kante geschoben. Warte, flipp mal Peter einfach. Oh, shit! Das war ein guter Move, ich bin raus. Ich glaube aber, Sepp hat vorher den Boden berührt mit den. Das weiß ich nicht. Ja, was war der draußen? Boah, das muss ich mir in der Zeitlupe angucken. Das Videourteil bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, dass eure Reifen gleichzeitig den Boden berühren. Oh. Was hieß ihr, haut da eigentlich so ziemlich gleichzeitig drauf? Deswegen würde ich sagen, dürft ihr euch gerne mal. Komm, brauch mal kurz Pause machen und ihr dürft euch darum kloppen. Oh, 101! Im 1 gegen 1, wer dieses Leben verliert. So. Dann würde ich sagen, los geht's. Oh, what? Oh, okay. Oh Gott. Nee. Oh, Peter. Nee. Oh, was macht der denn? Das ist jetzt belastend. Was macht der denn? Alter. Okay. Peter. Na gut, manchmal ist man overexcited. Das hat sich dann auch erledigt. Bram, du hast keine Augen mehr. Aber das war eine leichte Nummer. Also, Peter Leben verloren, Bram nur noch 1, Peter noch 2, Sepp noch 3. Mal gucken, direkt weitermachen. 3, 2, 1, go! Oh, Sepp direkt wieder in Peter rein. Oh, was? Aber, oh Peter! Oh, was? Hä, was? Fliegt bis zum Mond und noch viel weiter. Der ist dann Sepp abgeprallt. Ja. Und dann sind die Schubdüsen leider angewiesen. Und dann ist rausgeflogen. Fahren. Weiß ich gar nicht. Grashüpfer können aber bestimmt fliegen. Können hüpfen. Ja, dann auf jeden Fall. Die haben ja mega krasse Beine. Hab ich noch ein Leben? Ja. Ja, eins hast du noch. Okay, gut. Eins hast du noch. Während Septa versucht zu seinem. Das sieht ein bisschen aus wie beim BH
die Trials. Was du da machst? Stimmt. Positionier dich mal, Sepp, was ist da los? Achso, bei mir warst du noch gar nicht da. Okay, jetzt hast du dich dahin teleportiert. Okay, und ich teleportiere mich auch hier rum. Das sieht gut aus. Ja. Ja. Die ich jetzt richtig? Ja, ein bisschen weiter. Der Jay ist auch auf den Boden gesprungen. Yes. Du stehst so ein bisschen weiter zu Peter. Ja, aber rechteckig zur Wand, ne? Ja, ja, du stehst richtig rum. Okay. Bei Bram werden noch Farbanpassungen gemacht. Noch ein neuer Rennstein. Rot ist aggressiv. Ja, Rot und Violett ist immer schön. Für Sepp, Quatsch, für Sepp. Genau, Sepp kann hier ganz easy aufspielen. Der hat nämlich nur 3 Leben. Alle anderen haben nur noch 1. Also Peter oder Bram könnten jetzt rausfliegen. Und nächste Runde. 3, 2, 1, go. Sepp flippt sich da mal ganz entspannt rein. Oh. Peter ist jetzt hier ganz so Peter, und ich Hallo Bram. Ich zieh dich jetzt mal vorne. Junge, ob wir uns auseinandergebumst haben. Oh Gott. Ja, warte, ich kann dich zumindest am Boden stellen. Oh Gott. Wir haben gerade den Sepp auf Sepp gestartet. So eine Scheiße. Okay. Ja, der hing oben in der Arena, das geht nicht. Das ja, das ist schön. Das ist ein Bild. Alle flippen gleichzeitig und keine Frame-Verluste. Wunderbar. Da wird es nicht berühren, glaube ich. Ja. Ramen! Jetzt! Deswegen, oh nein, daneben! Hat so ein bisschen was von der Dance Group? Oh, Peter, gefährlich! Nein! Nee, Peter ist noch nicht raus. Nicht? Nee, der steht noch in der Arena. Drück die 1! Moment! Oh, oh Gott, Peter! Nein, der ist ja nicht, dass du nicht nein, oh, jetzt noch! Mann, Peter, Alter, du warst da oben drin, du hingst da oben in der Wand! Ja, okay. Oh, geil, ey, wie so eine Spinne in der Ecke, ey. Du als krasse Form. Blippt, ich hab dich trotzdem gemocht. Na ja. Unnützes Insekt. So, wir kommen zum heutigen Finale zwischen Sebastian Lenzen und Dennis Bram. Sepp mit einem klaren Vorteil, was Leben anbelangt. Der hat noch 3, Bram nur noch 1. Jonathan, bitte nicht auf die Tröte drücken. Das ist lustig, wenn Bram immer Jonathan. Jonathan, ich verwirre Bram gerne. Ja, kommen wir zum heutigen Finale. Ich würde sagen, die Begegnung startet in 3, 2, 1, go! Haha! Oh, da haben sie beide gleichzeitig versucht. Finde ich sehr schön. Ja, die Zähne konnte Sepp noch nicht so ganz einsetzen, aber die helfen ihm zumindest wieder auf die richtige Seite zu kommen. Oh, what? Wenn man überhaupt davon reden kann. Geht beim Ram! Rein da in den Typen! Ich weiß nicht, wer wen hat, aber das sieht ganz schön aus. Ich hab man meine Zähne! Das ist ja ekelhaft. Lass mal bitte. Oh oh. Nicht gut aus. Das sieht super aus. What the fuck? Jetzt so, und jetzt los. Einfach mal die Schubdüsen an. Jawohl. So nicht. Jetzt los. Wird geflogen. Oh. Oh, nein. Oh. Oh. Das ist so gerade auf der Linie gewesen, ey. Da ist der Boss. Oh, nee. Och, Mann. Okay. Easy. Das war Nummer 1. Ju. Ersten Matchball abgewehrt, erfolgreich weggeduftet. Wait, warte mal, nee, die machen da auch Duft. Achso, Quatsch, die machen auch Klamotten, ne? Ja. Ja, ja das sieht sich auch so fancy aus. Ja, Sepp noch 2 Leben, Bram nur noch 1, aber vielleicht wird da ja noch was draus. Gucken wir mal. 3, 2, 1, go! Oder ob Sepp jetzt. Ja, wieder beide mit dem Start, der. Sie verhaken lässt. Oh, nee! Bram. Oh, Sepp kann schießen. Nee! Nee! Da ist Bram raus! Ja, und das ist der Sieg für Sepp! Ja, oh, was? Alter, was passiert hier? Dann einfach rausgedrückt, damit gewinnt Sepp die heutige Flip-Folge vom Profi. Sieg für Sepp und seinem J-Up-Bild. Ja, Bram wird Zweiter. Peter mit seinem Flüppchen Dritter. Jonathan ist heute ein bisschen zu viel gesprungen. Für den klatschen wir einfach mal. Aber kein Lakino-mäßig. Das stimmt. Frau wäre vielleicht doch stolz. Ja. Emma. Das war die heutige Folge von Profi. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vorschläge bitte gerne in die Kommentare oder in die Vorschläge-Sektion
auf der pizmeet.de. Tschüss, Wochenende noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Gott.